Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, der PTU läuft immer noch nicht so richtig sauber. Übrigens, ich will da gar nicht haten, ne? Also nicht, dass es irgendwer in den falschen Hals kriegt, dass ich mich ein bisschen über den PTU aufrege. Es ist halt einfach eine verschiedene... Es gibt da verschiedene Ansichtssachen. Weißt du, ich sag halt immer, wenn ich was testen soll, dann brauche ich eine bestimmte Grundperformance. So, und die Grundperformance ist für mich irgendwo bei 20 FPS. Also halbwegs stabile 20 FPS. Wenn ich die kriege, dann kann ich Inhalte testen, Schiffe testen und die ganzen Features, die sie reinpatchen, testen. Wenn ich aber 5 oder 6 FPS habe, dann kann ich gar nichts machen. Weißt du? Und das ist das, worüber ich mich einfach so ein bisschen ärgere, dass sie einen PTU raushauen und man aber überhaupt nichts testen kann, weil die Performance wirklich absurd schlecht ist. Und da bin ich aber der Meinung, hätte ich lieber, wenn ich jetzt CRG wäre, hätte ich lieber ein paar Features mal noch deaktiviert gelassen, zumal der PTU ja am Anfang wirklich sauber lief. Ihr habt es ja im Video gesehen. Und seitdem sie diese Reclaimer reingepatcht haben und die Terrapin, ich glaube aber, es liegt eher an der Reclaimer, ist die Performance wirklich unter aller Kanone. Und da hätte ich als Entwickler das Ganze lieber ein bisschen langsamer gemacht und dafür einfach diese, ja, sagen wir mal 20 straight FPS versucht zu halten. Hat auch mit Stresstests und so weiter, was ihr in die Kommentare schreibt, ist alles richtig, aber... Es geht ja beim PTU wirklich auch darum, diese Features zu testen und zu gucken, sind die bugfrei, sind die funktional, können die so auf den Live-Server gehen, und das kann man eben alles nicht testen. Das ärgert mich einfach nur, das ist alles, ne? Ich will überhaupt nicht haten deswegen. So, egal, wollte ich nochmal anmerken, ich habe festgestellt, dass sie hier jetzt die Reclaimer rausgenommen haben. Ich sehe sie jedenfalls nicht mehr und ich habe festgestellt, ich kann tatsächlich jetzt die Avenger Warlock spawnen. Hoffe ich jedenfalls, ich mache mal auf Launch Game. Gucken, ob es geht, aber müsste eigentlich. Ja, sieht gut aus. An der Stelle nochmal vielen Dank, liebe Julia, für das Angebot. Ich habe dir ja geschrieben, du kannst mir eine PN schreiben. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Jetzt bin ich gerade hier schon am Aufnehmen. Ich wäre auf jeden Fall auf dich zurückgekommen, wenn das jetzt hier nicht gegangen wäre, aber so ist es natürlich für uns alle ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt übrigens mal hier die andere Map genommen, dass ihr die auch mal seht. Die ist zwar ein bisschen dunkler, aber auf der anderen Seite ist die so ein bisschen rötlich. Das ist auch mal ganz cool. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist die Avenger Warlock und die unterscheidet sich nochmal ganz erheblich von den normalen Avenger-Varianten, weil, oder ich kann ja mal kurz aussteigen, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich versuche das einfach mal. Also innen drin hier, der Part ist immer gleich bei allen, ne? Und hier, ja, hier kommen wir jetzt nämlich nicht ran, das ist halt ein bisschen schade. Vielleicht kommen wir von außen ran. Die hat nämlich einen EMP-Generator, also die ist quasi wie die Saber... Oh Gott, Saber Raven, oder? Also das Ding mit dem EMP-Generator, was wir letzte Folge hatten. Ich versuche mal von hinten reinzukommen, aber ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, die Dinger sind noch nicht einsehbar. Gucken wir einfach mal. So, warte, mal Licht an hier. Also sie hat quasi keinen Frachtraum, die hat auch keine Zellen oder sowas. Ich weiß nicht mehr, ob die überhaupt hier hinten aufgeht. Sie hat eine Luke, die leuchtet sogar, vielleicht. Oh, guck mal, es geht. Okay, man sieht's. Ja, wie man sieht, sieht man nicht viel. Also es ist komplett voll gematscht mit diesem Gerät. Und das ist ein EMP-Generator. Er sieht wirklich aus wie ein EMP-Generator. Oh nein, jetzt grüßt mein Schiff, glaube ich, ab. Nee, geht. Auf jeden Fall, mit dem Schiff hier können wir eben so eine, ich zeig's euch auch gleich, so eine EMP-Explosion machen, die dann alles im Umkreis von... keine Ahnung was, lahmlegt. Oder das ist halt die Idee dahinter, ne? Habt ihr das auch mal gesehen? Das war mir ganz wichtig, dass wir nochmal die Warlock auf jeden Fall dabei haben. So, ich steige mal wieder ein. Übrigens, falls ich verschnupft klinge, ich bin leider etwas verschnupft. Das ist dieses scheiß kalt-warm, Regen, nicht Regen, hin und her. Da bin ich leider ein bisschen empfindlich, was das angeht. Mal ganz kurz mal husten, oder? Aber ihr wisst ja, wie es heißt, the show must go on. Ich mache das hier ja nicht zum Hobby. Insofern, man geht ja auch krank arbeiten oder mit Schnupfen geht man ja auch arbeiten. Und solange man noch was hört im Let's Play, geht's ja noch. So, okay, wir haben, warte mal, wir haben Licht an, scheiße. Naja, egal, lasst euch mal bitte nicht stören, ich habe es wieder vergessen auszumachen. Wir haben hier eine Waffe und 4 Raketen. Und zwar haben wir, ja gut, die zweite Waffe ist halt der Generator, ne? Wir haben hier 3 Waffen auf der 1. Und zwar haben wir einmal die,
normale Tiger Strike. Das ist halt eine ganz simple, na, jetzt komme ich nicht auf den Namen, munitionsbetriebene Waffe. Stopp! Ich habe vergessen. So. Dann haben wir hier unten nochmal zwei weitere batteriebetriebene Laserwaffen. Und die Raketen haben wir zwei verschiedene, Talon Dominator 2, also quasi zweimal Size 2 Raketen. Und das gibt am Ende eben diese vier Raketen, die wir insgesamt haben. So, die Waffen, die sehen so aus. Und ihr seht, das ist halt der große Unterschied, dass alle Waffen an der linken Maustaste hängen. Das heißt, unsere Standardbewaffnung ist im Prinzip die gleiche wie bei der Avenger Stalker. Ne, also wir haben diese Minigun plus die blauen EM-Laser. Und das Schöne ist, dass eben alles zusammen mit der Maus zusammenhängt. Das heißt, wir können wunderbar zielen. Und der EMP-Generator, den will ich euch mal kurz zeigen. Die Explosion. Das sieht dann so aus. Ich halte mal gedrückt. Ja, also das gleiche, die gleiche Animation wie bei der Saber Raven. Ich weiß noch nicht, wie stark diese Dinge später sind, das kann ich euch nicht sagen. Also ich kann mir aktuell nur schwer vorstellen, dass ein so ein EMP wirklich einen großen Bereich lahmlegt. Auf der anderen Seite kann ich mir auch schwer vorstellen, dass man damit wirklich viele Schiffe trifft. Weil wir wissen ja aus dem aktuellen Spiel, dass die Entfernungen, die man so hat, untereinander im Kampf wirklich recht groß sind. Aber wir werden das mal sehen, wie sie das dann später machen, ob sie dann die Range so einstellen, dass es heißt, je näher du dran bist, desto mehr ist, oder also desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Systeme ausfallen, weiß ich nicht. Müssten sie eigentlich theoretisch so machen. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt ist, weil ich kann es einfach nicht testen. Aber das ist halt die Idee, wie gesagt, dass ihr eben AOE-mäßig alles lahmlegen könnt. So. Mehr möchte ich zu Avenger Warlock gar nicht sagen. Ist halt ein wirklich starkes Schiff dadurch, dass es die gleichen Waffen hat wie die Stalker plus den EMP-Generator, ist quasi die Warlock damit das stärkste, also von den Waffen her das stärkste Schiff der Avenger-Reihe. Ich glaube auch das teuerste. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Renegade mehr kostet, dürfte sie aber rein theoretisch nicht. Weil er hat ja schwächere Waffen. Ja. So, dann gehe ich mal hier wieder raus. So, warum stellt sich eigentlich immer wieder um hier? Das verstehe ich nicht. Naja, so, Change Ship. Und wir wollten ja, jetzt haben wir ja hier, das haben wir ja alles gemacht. Warte mal, jetzt will ich gerne mal, ja, die Hornet können wir uns theoretisch alle mal angucken. Wollen wir die sehen? Ich weiß nicht. Wir hatten die auch alle schon mal. Na gut, also alle nicht. Die Wildfire hat man nicht und die Tracker hat man nicht. Ich glaube, ich möchte lieber erstmal die Aupoa Nox nochmal hier im Let's Show haben. Einfach nur, weil wir noch nie mit der auf Max Speed geflogen sind. Das Flugverhalten kennen wir dadurch auch nicht. Systems activating. Systems on. So, machen wir das einfach mal. Also, ich gehe mal in der Hoffnung. Ja, es geht. Okay, also wir haben jetzt die normalen SCM Speed plus Afterburner. Das heißt, ich fliege jetzt hier mal an den Rand der Map. Also die fliegt sich relativ stabil. Ne? Halt wie so ein, im Prinzip fliegt sich eigentlich genauso wie die Dragonfly. Ich würde sagen, ein bisschen normaler. Aber die ist auch ein bisschen neuer als die Dragonfly. Die hat auch schon das neue Flugmodell drin. Die Dragonfly, weiß ich nicht, wie sie da jetzt den Stand haben, ob sie da jetzt schon das aktualisierte System drin haben. Aber auf jeden Fall fliegt sie sich ein bisschen angenehmer. So. Hier ist der Maprand, das heißt, können wir gleich mal eine Runde boosten. So, drehen wir uns mal genau in die Richtung. Gucken, ob wir den maximalen Speed hinkriegen. Ich gehe mal in die Außenansicht. So, Boost. Irgendwie haben wir gar kein Geräusch hier. 600, 700, 800. Beschleunige ich nicht allzu schnell. Dafür, dass es ein Race ist, sogar relativ langsam. 900 und 1000. 1000. 1. Und das ist Max Speed. So. Ja, irgendwie sind gerade auch generell ein bisschen die Geräusche verbuggt. Das ist halt leider so. Aber ist ja nicht so schlimm. So, warte. X.
will ich noch ein bisschen normal fliegen. Technisch gesehen würde man natürlich so in der Form nicht rumfliegen, weil es ist halt ein Bike. Also ich glaube nicht, dass man im All damit viel Spaß hat. Aber, dass man einen Eindruck kriegt, fliege ich immer so ein bisschen lang und tue mal so, als wäre ich auf einem Mond oder auf einem Planeten. Interface finde ich ein bisschen fett geraten, muss ich sagen. Wir liegen so vorne drin, habe ich ja schon mal gezeigt. Und man sieht halt nicht allzu viel. Also der gesamte untere Bereich ist leider belegt von, ja, von dem Bike sozusagen. Man kann halt wirklich nur geradeaus gucken und ein bisschen links und rechts den Boden begutachten. Ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen nach hinten noch verschoben, dass man ein bisschen näher an der Verglasung dran ist. Weil, wenn ich jetzt mal von außen gucke, sind wir da ja auch relativ nah dran. Naja, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass hier unten so viel Platz verschwendet wird, dadurch, dass man halt wirklich nichts sieht. Auf der anderen Seite ist es halt auch wiederum stylisch. Also das ist immer so ein Abwägen, glaube ich, was einem dann lieber ist. Mir persönlich gefällt das hier jetzt nicht so sehr, weil ich einfach echt kaum was sehe. Ja. Also auch noch rot hier. Also wenn ich da jetzt hier auf dem Planeten langfahren müsste, hätte ich teilweise echt Probleme zu sehen. Jetzt nicht, wo ich lang will, aber was jetzt links und rechts von mir unten ist quasi, ne? Naja. Gut, haben wir da auch mal gesehen. Gehe ich hier wieder raus. Zack. Wieder umstellen. Ja, können wir nochmal Broken Moon benutzen. Der gefällt mir eigentlich besser als dieses Asteroidenfeld. Denn wir wollten uns ja unbedingt mal die Mustang-Varianten anschauen. Also die Nox-Q zeige ich jetzt nicht normal. Wie gesagt, das ist das gleiche Spiel in Grau. Wir hatten die Mustang Alpha im Let's Play und die Beta. Das heißt, die Delta, Gamma und Omega sind noch offen. Schauen wir uns mal die Delta an. Upsala. So. Ganz kurz husten, Moment. Welcome. Your journey begins now. All systems operational. So. Und hier ist jetzt natürlich vor allem interessant der Innenraum, weil von außen sind die eigentlich, abgesehen von der Farbe natürlich, alle gleich. Ne? Also, da ist kein Unterschied, auch von den Waffen her, wobei die hat halt hier eine extra Waffe, wie ihr seht, die immer so zwischenschießt. Hat die Raketen? Nein. Aber die hat halt quasi nochmal auf der rechten... Was ist das hier? Das ist so ein, ja, so eine Art Nahkampfwaffe, glaube ich, ne? Also die geht nicht ganz so weit. Das ist quasi so ein Granatwerfer. Weiß nicht, wie nennt man sowas? Ist schwierig. Mal gucken, wie die Entwickler das nennen. Die nennen das... Ne, ist gar nicht hinterlegt. Das ist ja interessant, ist gar nicht hinterlegt, die zweite Waffe, guck mal. Das ist aber komisch. Nicht hinterlegt. Auf jeden Fall, auf der rechten Seite haben wir hier diese... Ich weiß nicht, was es ist. Wo kommt das raus? Warte mal. Ich sehe es nicht, wo es rauskommt. Moment. Ich würde spontan sagen, von den Flügeln irgendwo. Aber ich sehe es ja wirklich nicht. Nee, man sieht es nicht. Auf jeden Fall hier, ihr seht es, das ist quasi die stärkere Bewaffnung. Ne? Das macht schon Sinn. Also wenn ihr kämpfen wollt, wäre diese Mustang-Variante interessant. Ich gehe mal nochmal in den Innenraum, weil der wird sich auch nochmal unterscheiden. Wenn ich laufen darf. Yep. So. Wir drehen ein bisschen gerade frei hier. Und ihr seht schon, was der Unterschied ist, nicht? Also, das ist der Unterschied. Sie hat keinen Innenraum. Ne? Also, das bedeutet, sie hat eben hinten Frachtbereich. Genauso wie die Mustang Alpha. Beziehungsweise könnte auch sein, dass hinten sogar ein bisschen weniger... Ich müsste es nachgucken im Spreadsheet. Da müsst ihr, also, ihr könnt ja selber nochmal nachschauen. Hier hinten, dass dann einfach nochmal Munitionslager und so Zeug mit drin ist. Ich weiß es nicht, ob die gleich viel Frachtkapazität hat wie die... wie die Alpha. Wir können mal oben rausgehen. Warte mal, wie geht das hier? Exit. Ach so,
Stimmt. Wir haben keinen Zero-G. Das ist auch wichtig, ne? Bei der Mustang Delta oder generell bei den Mustang-Varianten, die haben keinen Zero-G-Ausgang. Das heißt, wir können nicht direkt aus dem Cockpit raus, sondern wir müssen immer dieses Ding hier benutzen, was dezent anstrengend sein kann. Exit-Ship. Genau. Allerdings, nochmal der Hinweis, die kriegt ein Redesign, und zwar alle Mustang-Varianten. Insofern ist das, was ich jetzt zeige, natürlich immer mit Vorsicht zu genießen und nicht zwingend später auch noch so. So, hier hinten habe ich so eine Klappe, aber die kann ich, soweit ich weiß, genau, die kann man nämlich nicht öffnen. Sieht aber so aus wie so eine Klappe. Wie gesagt, vom Design her lasst euch, also ich will da jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil es wird eh ein Redesign geben, und zwar schon mit der 3.2. Insofern ist das nur mal so ein kleines Preview von den Mustang-Varianten, dass ihr ungefähr wisst, was der Unterschied ist, und das Design schauen wir uns natürlich an, wenn sie fertig ist, weil das wird ein relativ großer Umschwung sein. Ja. So, ja, dann gucken wir uns mal die anderen beiden Mustang-Varianten an. Wir haben auf jeden Fall nämlich nochmal eine Racing-Variante. Alpha, Beta, Delta, Mustang Gamma müsste der Racer sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Sollte mir vielleicht mal nebenbei den Spreadsheet aufmachen, aber ist auch blöd, wenn ich davon ablese. Der hat nur diese kleinen schwachen Laser. Yep, das sieht für mich nach dem Racer aus. Genau, der hat nämlich auch in der Mitte dieses Extra-Triebwerk. Korrekt, da haben wir es richtig. Also, der schafft jetzt hier im normalen SCM 325, was schon relativ schnell ist. Und er beschleunigt ziemlich schnell. Schaut, 600, 700, 800. Also knapp 100 Meter pro Sekunde hat er Beschleunigung. Nach hinten raus ist er ein bisschen langsamer. Fuck. Ja. Wahrscheinlich kann ich das gar nicht testen, wie schnell der wirklich ist. Ich könnte nur... Na, doch, wir fliegen nochmal an den Rand. X. Flieg mal kurz an den Map-Rand. Bewaffnung ist halt wirklich schlecht, ne? Und auch dieses Schiff hat keinen Innenraum, weil wir haben hinten dieses fette Extra-Triebwerk drin. Aber man kann an den Mustang-Varianten wirklich gut die Modularität erkennen, ne? Weil die Schiffe sollen ja, oder fast alle Schiffe sollen ja so ein bisschen modular werden. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel X austauschen gegen Y und so weiter. Das wird dann später aber erst gehen. Und da hat man schon mal ganz guten Eindruck bei der Mustang, was da so geht. So. Schauen wir uns mal die Beschleunigung an. Es ist ja ein Racer, also geht es hier um Geschwindigkeit. Ich würde sagen, volle Esse. Und für eine Mustang ist das schon ziemlich gut. 1-1, 1-2, 1-2-16. Gucken, ob ich nicht sterbe. Nee, ist unmöglich zu bremsen. Ne? Also mit dem Schiff könnt ihr also dann auch Rennen fliegen und diese auch gewinnen, weil sie einfach schnell ist. Sie dürfte auch ein bisschen... Ja, wobei, ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich wendiger ist. Aber sie ist auf jeden Fall ein vernünftiger Racer für den Anfang. Sie ist ja auch nicht so teuer wie die anderen Racer. Na, also die MISC... Ja. Die MISC Racer zum Beispiel, die kostet ja, glaube ich, über $100. Und die Mustang Gamma hier, die ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, 40, 50, 60 Euro. Also kostet die Hälfte und ist quasi genauso schnell. Beschleunigt ein bisschen langsamer, aber im Grunde genommen... Gucken wir mal, wie wendig die ist. Die dürfte nicht ganz so wendig sein, weil sie natürlich nur das Extra-Triebwerk hat. Ein Boosten hier zwischendurch. Und mal also links drehen. Hier kommt so eine Kurve zum Beispiel. So. Ja, und da seht ihr diese Trudel dann so weg. Aber das haben viele Schiffe noch das Problem. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass die Mustang Gamma jetzt nicht viel besser sein wird als eine Racer. Wahrscheinlich eher schlechter. Weil sie hat, wie gesagt, keine guten Triebwerke. Sie hat nur dieses extra Ding in der Mitte. Und da schauen wir uns einfach nochmal den Innenraum an. Der wird nicht viel anders sein als bei der Delta. Oder bei der Alpha. Moment. Drück mal auf H. Und demzufolge hat die natürlich auch vermutlich keine Frachtkapazität. Wie gesagt, schaut euch die Details einfach... Ah, aber sie hat einen Zero-G-Ausgang, sehe ich. Okay. Ja gut, macht auch Sinn, ne? Die hat ja keinen... Die dürfte dieses Mittelding auch nicht haben. Warte. Können wir mal kurz gucken. Gamma, Gamma, Gamma. Yep.
Die hat nicht das Mittelding. Das fehlt hier also komplett. Das heißt, sie hatten als einzige wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, wie das bei der Omega ist, die gucken wir uns gleich an, aber die hat hier auf jeden Fall einen Zero-G-Ausgang. Das heißt, sie hat im Endeffekt gar keinen Innenraum, sie hat quasi, sie ist ein reiner Cockpit-Fighter. Na, hier hinten ist auch zu. Theoretisch müsste man aber hier auch rumlaufen können, im Schiff, so ein bisschen jedenfalls, so ein bisschen wie bei der Aurora. Aber sie hat kein Bett und nichts anderes, also es ist wirklich ein reiner Racer, ne? Ganz, ganz wichtig. Nicht, dass ihr euch da was Falsches tut, aber der Innenraum sieht eigentlich ganz cool aus, so ein bisschen silberschwarz. Hinten könnte eine Bank sein. Das ist ganz nett gelöst, ne? So, okay, machen wir noch die Folge fertig, indem wir uns noch die letzte Mustang-Variante anschauen, die Omega. Die habe ich mir selber noch nie angeschaut, das ist für mich jetzt Premiere. Muss ich sagen. Warte. Gamma Omega da. Zack. Welcome. Your journey begins now. So, na, ah ja, das ist auch ein Racer. Genau, das ist der zweite Racer, AMD. Das müsste dann also diese Special-Variante sein, diesmal früher. Da gab es irgendwann mal eine AMD, weiß ich nicht, irgendein Gewinnspiel oder irgendwas. Und da gab es offenbar diese hier und die hat hier eben auch, wie die Gamma, das extra Triebwerk drin. Das heißt, das müsste dasselbe Schiff sein, nur in einer anderen Farbe. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Oder schaut, wie gesagt, auf der RSI-Seite nochmal nach. Die ganzen technischen Details, habe ich ja schon zigmal gesagt, möchte ich euch im Video, ich weiß nicht, ich will euch damit echt nicht langweilen, weil das sind erstens Daten, die sind noch nicht final. Das sind meistens Platzhalterzahlen, die jetzt erstmal natürlich gültig sind, aber ne, im Endeffekt nicht zwingend ewig bleiben. Und zweitens kann man die alle wunderbar in der Tabelle nachlesen. Das brauche ich euch noch auch nicht runterbeten. Aber Fracht hat die auch nicht. Und auch keinen Zwischeneingang. Da können wir hier nochmal testen, ob wir uns denn, weil das Cockpit müsste ja theoretisch leicht begehbar sein. Genau das gleiche Ding. Gucken, ob ich hier Exit. Aha. Also hier oben kann ich Exit Zero G machen wahrscheinlich. Was ist hier Exit? Nee, geht nicht. Okay. Also wir können nicht ins Cockpit direkt rein. Wir müssen den Zero G Ausgang nutzen. Das war schade. Hätte man da noch was irgendwie in ein Stühlchen reinsetzen können, weißt du, für so einen zweiten, der mitfliegt. Platz wäre ja gewesen, ne? Theoretisch. Aber wie gesagt, es wird alles redesigned, da brauchen wir uns das nicht drauf versteifen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da hinten noch ein Sitz reinkommt. Oder vielleicht sogar noch wirklich eine Zwei-Personen-Variante. Warum nicht? Platz wäre ja. Also es ist ausreichend Platz dafür, ne? Gucken wir mal. So, also im Endeffekt ist das hier nur eine Art, ja, besserer Skin oder besser, ein anderer Skin. Und damit könnt ihr eben auch dann eure Rennen fliegen oder fahren. Und ich denke mal, man macht damit schon eine ganz gute Performance. Also wahrscheinlich wird das so eins der wichtigsten Einsteigerschiffe sein im Bereich Racing. Nein, weil ich habe schon mal gesagt, es gibt am Ende natürlich verschiedene Laufbahnen, die ihr gehen könnt. Ihr müsst ja nicht Pirat sein oder ihr müsst ja nicht Händler sein und ihr müsst auch nicht irgendwie Polizei spielen. Ihr könnt ja auch ein Rennfahrer sein. Ja, macht da einen auf, keine Ahnung, auf Schumi. Ja. Und dann braucht ihr halt einen Racer und dann fahrt ihr eure Rennen, verdient euch Kohle, kriegt bessere Schiffe, pipapo. Und ja, dafür ist das wahrscheinlich ein gutes Einsteigerschiff, um da erstmal reinzufinden. Und sieht auch, ich finde es sieht eigentlich ganz nett aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding richtig nice wird nach dem Redesign. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. So, okay Freunde, das soll es gewesen sein. Mit der Folge. Jetzt haben wir noch die Mustang-Varianten durch. Mal gucken, was wir dann nächste Folge noch hinkriegen. Ob dann der PTU wieder läuft, beziehungsweise ob dann auch vielleicht, ja, der PTU nicht nur läuft, sondern auch wirklich mal gut läuft. Das wäre wünschenswert, weil dann kann ich auch mal diese Features. Ich würde so gerne mal diesen Service-Beacon testen. Ich würde gerne mal Leute abholen. Da habe ich voll Bock drauf. Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, es klingt so ein bisschen bescheuert. Ich habe voll Bock, Leute abzuholen. Aber es ist wirklich so. Also ich freue mich da richtig drauf, wenn da irgendwer Hilfe braucht, dass ich dann irgendwie, ja, ich bin gerade in der Nähe, ich komme mal vorbei, weißt du? Fände ich echt super. Und sie wollen ja auch später das Ganze noch mit NPCs koppeln. Das heißt, wenn du einen Service-Beacon hinstellst, dann wird ein NPC auch vorbeikommen. Der wird zwar ein bisschen länger brauchen als die Spieler, damit die Spieler genug Zeit haben, ne? Aber du wirst dann definitiv irgendwann abgeholt und auch umgekehrt. Also es wird auch NPCs geben, die einen Service-Beacon abwerfen und dann geholt werden wollen, ne? So, gucken wir mal, wie das wird. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.
with 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Does the sun go down on the moon?